Magnete für den Maßstab 1 zu 24? Wirklich? In diesem Video mehr dazu. Servus, grüß euch und hallo aus der wunderschönen Weststeiermark. Ich bin der Rainer, herzlich willkommen hier in unserem kleinen Hobbykeller am Zigaulerring bei Slot Racing Volzberg. Magnete. Ah, ein großes Wort im Slot Racing. Gibt es immer wieder Diskussionen in den Foren, was weiß ich, ja, immer wieder, ob es analog oder digital ist, wie sie verwendet werden, die Magnete, in was für ein Maßstab. Ja, es ist wirklich ein großes, leidiges Thema, meiner Meinung nach, weil es viele Clubs, Gruppen immer wieder spaltet, finde ich nicht so korrekt. Dennoch möchte ich hier wirklich einmal klarstellen, wie wir hier bei Slot Racing Volzberg zu Magneten, speziell im Maßstab 1 zu 24, wenn er in Verwendung ist, stehen. An der Stelle möchte ich auch vielleicht den Yves vom Moviepilot zitieren. Ja? Große Shoutout hier, du machst deine Sache wirklich toll. Das hier ist alles jetzt nur meine Meinung jetzt, ja, in diesem Video. Ich würde sagen, alle Disclaimer sind disclaimed. Legen wir los. Dann schauen wir uns mal an, was ich im Speziellen meine. Ja? Fangen wir mal an. Hier haben wir einen C8 Safety Car, ja, feine Sache, Bertel hat es mir ausgeborgt, netterweise. Ihr seht hier, der ist wirklich out of the box, da ist kein Tuning, keine Reifen, keine Achsen, wirklich, und was man natürlich gleich merkt, ja, da ist der Magnet verbaut, vorne wie auch hinten, und sieht man auch gleich. Jetzt bei so einem Safety Car sagt man, ja, okay, ist ja in Ordnung. Ich möchte aber euch hier nur zeigen, wie sich das auf einer Strecke auswirkt. Ja? Und zwar, man muss sich das so vorstellen, Magnete haben schon den Hintergedanken seitens des Herstellers, jetzt nehmen wir mal Carrera in dem Fall für 1,24, da haben wir eine Reifenmischung, ja? Out of the box, das, also die normalen Carrera-Reifen. Ja? Ich glaube, das sieht man ganz gut auf Fokus, ja, das ist, funktioniert. Die sind, ja, wie soll man das sagen, die nehmen sehr viel Schmutz auf, zum einen, und zum anderen sind sie nicht so weich wie PU-Reifen von Frankenslot, Slot Invasion, Ortmann-Reifen zum Beispiel oder Moosgummi-Reifen. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, was das Tuning betrifft. Die sind ohne Magnete nahezu unfahrbar. Ja? Deswegen braucht man Magnete, um das Auto wirklich sinnvoll auf der Strecke zu halten, auf der Spur zu halten. Und da ist es einfach so, ihr merkt, wenn ihr in die Kurve fährt, ja, mit einem Magnetauto. Ja, schauen wir uns das mal an hier. Ja. Das Auto kommt in die Kurve und hier merkt man, es geht sehr schwer nach rechts oder links. Also sprich, die Fliehkraft in der Kurve wird hier durch den Magneten eingebremst. Ja. Hat aber einen riesen Nachteil, der Magnet. Der Magnet fungiert ja nicht gleichmäßig, ja, auf das Fahrzeug, also sprich, wenn Fliehkräfte erzeugt werden, sondern bis zu einem gewissen Grad hält der Magnet das Auto in der Spur. Wenn man, also das heißt, man fährt wunderbar schnell die Kurve, doch wenn der Punkt gekommen ist, wo das Auto nicht mehr in der Spur gehalten wird vom Magneten aufgrund der Geschwindigkeit, dann passiert das. Hier, ja, nur das passiert so schnell in den meisten Fällen, ja, dass das Auto nicht mehr korrigiert werden kann. Das heißt, das Auto fällt sehr, sehr schnell aus der Spur. Das heißt, Auto bleibt in der Spur oder im Extremfall passiert das. Und das Auto fliegt meistens woanders auch hin. Das ist das, was wir überhaupt nicht wollen hier bei uns. Erstens, die Autos werden in Mitleidenschaft gezogen bei Überschlägen und so weiter. Das heißt, das Spiegel, das in dem Fall hier da, die Leuchten, Heckspoiler, wie auch immer, Kleinteile, die werden einfach mit der Zeit verschwinden. Ja? Abbrechen, nicht fein. Ja? Und das wollen wir sehr, sehr stark vermindern. Ja? Oder Lack zum Beispiel, Lackierung wird in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen wollen wir das nicht. Jetzt kommen wir mal dazu. Ohne Magnete ist es jetzt so, ich habe hier einen umgebauten M4, der hat keine Magnete verbaut, vom Stefan. Danke an der Stelle, Stefan, dass du ja gesagt hast, dass ich es verwenden darf.
Jedenfalls, wenn man hier jetzt in die Kurve fährt, hier haben wir jetzt da die PU-Reifen von Frankenslot verbaut, ja, volles Tuning-Fahrwerk. Bei PU-Reifen ohne Magnet ist der Vorteil, ihr fährt mit derselben Geschwindigkeit in die Kurve und hier passiert Folgendes. Ab einem gewissen Grad fängt das Auto auch zu driften an, aber das Ganze geht fließend. Ja? Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, bei einem Fahrfehler das Auto abzufangen. Das habt ihr mit Magneten praktisch nicht. So gut wie gar nicht. Nicht, ich sage jetzt nicht, aber sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass ihr das schafft mit den Magneten. Und hier ist es einfach so, das Ganze ist viel realistischer. Ja? Das Auto wird jetzt nicht künstlich durch ein Magnet an der Schiene gehalten, weil ein echtes Auto wird ja auch nicht durch Magneten auf der Fahrbahn gehalten, ja? Sondern nur rein durch das Eigengewicht, durch die Masse und die Bereifung, das Fahrwerk. Und das ist hier auch der Fall. Das heißt, wenn er Drift kommt, ja, dann schaut, dass das abfängt und wieder auf die Spur kommt. Das heißt, das ist wunderbar realistisch. Es wirkt sehr, sehr realistisch vom Fahrverhalten. Und deswegen ist für uns einfach das Thema Magnet im 1,24er komplett gestorben. Das ist so, ja. Da fährt der Zug drüber. Wie gesagt, 1,32er, kleinere Fahrzeuge, gerade im Go, ja, wie auch immer, ist es fast notwendig, Magneten, ja, wird jetzt auch nicht sein. Ich werde auch ein bisschen düfteln, ob das auch mit ohne Magnete möglich sein wird auf meiner 1,43er, aber wie gesagt, 1,24 Magnete, komplett sinnlos, komplett sinnbefreit, es ist einfach so, ja. Ein weiterer Punkt, was auch Magnete mit sich bringen, ja, ist die Stromabnahme, die Leistung. Weil man muss sich das vorstellen, Leistung, gerade bei den 1,24ern ist ein wichtiger Punkt. Ja. Gehen wir mal aus, man hat ein normales Labornetzteil, 5 Ampere, da kann man wunderbar zu 6 fahren, ohne Magnet, wohlgemerkt. Ja. Mit Magnet hat man das Problem, dass durch die Anziehung, ja, durch die Leistung, das Auto sehr viel Energie ziehen muss, um vorwärts zu kommen. Und das merkt man sofort auch bei einem Labornetzteil, da sieht man das wirklich sehr gut, wenn man jetzt ein Auto mit Magnet beschleunigt, dasselbe Auto, sagen wir mal, und ein Auto ohne Magnet. Da braucht man wesentlich weniger Ampere pro Auto, das heißt, gesamt steht wesentlich mehr Leistung zur Verfügung und es kommt zu keinen, Downs bei der Leistung, wenn viele Autos fahren auf der Strecke. Ja? Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Also es gibt eigentlich für uns keine Nachteile, ohne Magnet zu fahren. Und ja, jeder, wie gesagt, ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, wir sind alle Freunde. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Schwachsinn, einen Magneten zu verwenden. Wir sehen einfach im 1:24er Bereich keinen Grund mehr seit 15 Jahren, dass wir mit Magnete fahren. Und auch vielleicht bei unserer möglicherweise künftigen neuen Rennserie, unsere Scalectrix 1,32er Trucks. Da bin ich auch schon am Düfteln. Der, wie gesagt, ist nur rein digitalisiert und hat noch die Standardreifen, das ist die Originalbereifungen oben. Die sind auch ja nicht das Beste. Die haben sogar Profil. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also Profil im Slot Racing. Hm, ja. Und auch hier ist ein Heckmagnet verbaut. Bei den 1,32er. Ist jetzt notwendig mit diesen Reifen. Jedoch, da werde ich mich auch um Lösungen umschauen. Ich habe mit diesen Autos noch keine Erfahrungen. Wenn ihr da vielleicht auch schon Erfahrungen habt, was Bereifung betrifft, vielleicht passen auch die Fly, das werde ich auch mich anschauen von den Fly-Trucks. Da gibt es ja Tuning-Komponenten. Das werde ich mich auch anschauen. Also wie gesagt, auch hier wird auch, wenn wir das Ganze im Rennmodus betreiben möchten im Club, ja, dann werden wir auch hier ohne Magnete eine Lösung finden müssen. Ganz klar. Abschließend kann ich sagen, die zwei großen Faktoren, die absolut gegen Magnete sprechen im 1,24er Bereich, ist zum einen das realistischere Fahrverhalten, ja, das heißt, Drifts sind besser möglich, das Ganze wirkt homogener, es gibt keine groben Abflüge bei extremen Geschwindigkeiten. Und das zweite ist einfach die Leistungsabnahme. Ja. Das heißt, das Auto braucht weniger Leistung, um dieselbe Masse voranzubewegen, ja, mit einer schönen Geschwindigkeit. Das heißt, diese zwei Punkte sprechen für uns absolut dafür, ohne Magnete zu fahren. Was ja auch noch dazu kommt, vielleicht das sollte ich auch noch erwähnen, bei den Magneten, und das glaubt man auch nicht, gibt es eine Serienstreuung. Hm, ja,
Und die kann nicht gering, die kann durchaus groß ausfallen. Also wir haben das ja auch schon einmal damals, vielleicht in einem anderen Video auch schon einmal erwähnt, wir haben da gemerkt, wir haben da eine Vorrichtung gebaut, eine kleine Waage, ja, mit einer Messschiene. Und wenn wir Autos, so wie es Carrera baut, eben mit diesen Magneten auf diese Schiene gesetzt haben, haben wir gesehen, dass die Autos, also die Magnete, unterschiedlich stark anziehen, Gewicht. Und wenn man sich das jetzt ausrechnet, sagen wir mal, ein Magnet hat 10-20% mehr Leistung wie ein anderer in einem anderen Auto, dann hast du mehr Haftung, ja. Und auch das ist natürlich, wenn man jetzt Gleichheit anstrebt im Rennmodus, nicht optimal. Das ist sogar sehr beschissen. Ja? Und auch das ist ein Punkt. Weil wie gesagt, ohne Magnete kann man die Fahrzeuge untereinander wesentlich leichter angleichen. Ja? Und eine Fairness schaffen. Auch das ein wichtiger Punkt. Ja, das war jetzt einmal ein etwas vielleicht aufwühlendes Video in der Slot Racing Gemeinde. Wie gesagt, wir sind alles Freunde, bitte, das ist nur meine Meinung. Unsere Meinung Schrägstrich hier am Zigeulerring bei Slot Racing Voitsberg. Es gibt auch durchaus natürlich Maßstäbe, 1,32, 1,43er Bereich, wie auch immer, spezielle Fahrzeugklassen, wo das schon Sinn hat, wo Magnete auch durchaus Sinn haben. Ja? Für uns hier kein Thema. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst vielleicht ein Like da, würde mir sehr helfen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt bitte gerne was in die Kommentare. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Tschüss, Baba.